Wie bisher. Am Ende von so einem Abschnitt möchte er diesmal wieder festhalten, wie es mir dabei gegangen ist. Und in dem Fall war das der Schichtbetrieb, mit dem ich mich da herumschlagen müssen. Also mit dem Videokonferenztool von Teams zu arbeiten und da vielleicht einen Live-Unterricht zu machen, das hat sich ja schon recht schnell herausgestellt, dass das ein Blödsinn ist. So funktioniert das nicht. Allein wenn ich daran denke, stumm schalten, keine sinnvolle Möglichkeit, das zu speichern und zu bearbeiten, keine Möglichkeit, da Zeitmarken zu setzen. Die Blödsinne, die sich da die Kinder oft einfallen lassen, die sind ja sehr fantasiereich. Darum habe ich mir gedacht, das mache ich einfach nicht. Und das hat sich herausgestellt, diese Stunden dort zu streamen, das war eigentlich eine recht gute Idee. Es ist ja so, die ganze Klasse ist mit mir mit Signal verbunden und auf die Art und Weise haben wir da einen regen Kontakt. Und das hat halt bei diesen gestreamten Stunden dann den Effekt gehabt, ich habe live in der Klasse unterrichtet und wenn ich irgendwas gefragt habe, dann haben halt die Kinder in der Klasse aufgezeigt und die anderen haben über Signal die Antworten geschrieben. Das war wunderbar. Da hat mich keiner stumm schalten können. Außerdem habe ich mir gedacht, das muss man ein bisschen lockerer sehen. Ja? Und wenn jetzt jemand nicht unbedingt in der Früh gleich aufsteht und sich die Stunde einfach eine Stunde später anschauen will, geht das ja auch. Das heißt also, dieses zeitversetzt anschauen, das hat eher einen großen Vorteil für die Kinder gehabt. Ich mache ja nebenbei auch noch mit einer Gruppe Podcasts und habe dabei gefragt, wie sie das so also empfunden haben. Und ein Problem war sicher, wenn jetzt jemand einen anderen Lernrhythmus hat und nicht unbedingt genau um die Minuten da online ist, dann hat er halt Pech gehabt und kassiert sofort eine schlechte Mitarbeit. Ich habe mir gedacht, das tue ich mir gleich gar nicht an. Und gib einfach die Möglichkeit, dass man sich das ein bisschen später auch anschauen kann. Haben auch viele genutzt, gell? Ich habe dann also die paar Minuten nachher noch genutzt und habe die Zeitmarken da hineingeschrieben. Das ist auch sehr angenehm. Ein Bonus, der jetzt noch dazukommen ist, das sind die Tafelbilder. Es hat sich gezeigt, dort ist ein neuer Job des Tafelfotografierens, der ist sehr beliebt. Also die Kinder reißen sich dort um, diese Tafelbilder zu machen. Und ich habe dann nebenbei auch mal ausprobiert, wie denn diese interaktive Tafel da funktioniert. Und mit der kann man durchaus auch die Tafelbilder fotografieren. Das schaut dann in etwa so aus. Ja, und diese fotografierten Tafelbilder von den Kindern plus diese Tafelbildfotos vom Beamer, die landen jetzt alle im Kursnotizbuch und sind dort zur Verfügung und werden auch gut genutzt, weil manchmal ist man da nicht so schnell mit dem Mitschreiben, kann man dort nachschauen. Okay, da sind wir schon bei der interaktiven Tafel. Gell? Ich habe die jetzt leider nicht da bei mir zu Hause, das macht aber gar nichts. Ich könnte eigentlich da jetzt diesmal da hinüberschauen. Gell? Dann bin ich da drinnen. Dann war es aber geschickter, das andersrum zu machen, dass ich sage, jetzt rede ich mal dort hinein. Oder wenn ich das nicht tue, dann rede ich wieder dort hinein. Aber angenehmer ist es doch da direkt vor mir. Gell? Dann machen wir das groß, machen wir es so. Dann kann man mir ein bisschen von der Seite anschauen. Damit sind wir jetzt schon bei der interaktiven Tafel. Die habe ich also in der Zeit auch kennengelernt und habe mich mal damit auseinandergesetzt, was die alles kann oder muss ich fast sagen, was die alles nicht kann. Ich werde mich jetzt einmal auseinandersetzen mit der Firmware und mit der Software, die da dabei ist, weil das ist alles noch in dem Zustand, wie es 2017 da montiert worden ist. Da gehört einmal ein gescheites Update gemacht. Auf jeden Fall habe ich da doch einige Möglichkeiten, mit dem Ding in der Klasse zu arbeiten. Ich kann also, wenn ich da meine Dockingstation mitnehme und ein HDMI-Kabel mitnehme, durchaus schlicht und einfach den Laptop da über ein HDMI-Kabel direkt mit dem Beamer verbinden. Ich kann den PC in der Klasse verwenden und ich kann das ganze Ding auch völlig ohne irgendwelche Computer verwenden, indem ich schlicht und einfach die Funktion als Whiteboard, als digitales benutze. Da habe ich dann zum Schreiben Farbstifte, Leuchtstifte, ich kann mir Zeilen einblenden, kariertes Papier. Aber eben, das ist alles noch die alte Version von 2017. Schauen wir mal, wie das dann funktioniert, wenn das geupdatet ist. Weil in meiner Vorstellung habe ich schon so, dass ich da Tafelbilder auch vorbereiten kann. Oder im Sinn von die Kinder, was haben wir jetzt da?
oder im Sinn von den Kindern, dass wenn sie Referate machen, dass sie da nicht auf Papier mit Klebstoff schnipseln und schreiben, sondern dass sie das irgendwie digital schon zu Hause gestalten und dann einfach USB-Stick mitnehmen, anstecken und so praktisch ihr Plakat, ihre Präsentation da vorführen können. Zur Mathematik. Die Kinder haben sich da schon dran gewöhnt, am Anfang der Stunde, dass ich da hereingerauscht komme und dann Laptop aufbaue, die Actioncam aufbaue, das Mikrofon aufbaue, das Kabel da auslege, mit dem Handy da den Hotspot einrichte, bis dann alles funktioniert, die Maus, der Strom, zack, und dann habe ich das schon so eingerichtet, dass die Stunde nicht pünktlich anfängt, sondern am Anfang ist nur das, was machen wir heute und wie tun wir da, und seid alle bereit, und 5 Minuten nach dem Klingeln startet nämlich der Stream für die, was zu Hause geblieben sind. 10 Minuten vor Ende der Stunde poppt bei denen zu Hause die Hausübung auf, und 5 Minuten später muss ich dann praktisch anfangen, das Ganze zu beenden, und dass ich dann rechtzeitig in der Pause mit dem ganzen Abbau da fertig bin. Ja, die Kinder haben sich an diesen Ablauf schon dran gewöhnt, und das ist wie ein Ritual gewesen. Da war am Anfang nicht herumgeredet oder so, sondern einfach geduldiges Warten, Herrichten von Hefteln und Büchern. Und dann haben sie schon gehört, wenn ich so die Maus genommen habe und jetzt, Achtung, jetzt werden wir gleich live sein. Livestream ist gestartet, einen wunderschönen guten Morgen. Und das war dann so eine Studioatmosphäre, als ob da oben irgendwie so ein rotes Licht aufgegangen wäre. Achtung, Aufnahme. Und das war auch dann förderlich für die Stunde, weil da ist nicht geblödelt worden, da ist nicht herumgetrotscht worden, da ist nicht gefragt worden, sondern wir haben genauso den Plan, den ich mir da überlegt habe, abgearbeitet, und das hat wunderbar geklappt. Also ich habe das letzte Mal da schon gesagt, ich will es nur kurz zusammenfassen. Diesmal fasse ich das wirklich nur kurz zusammen. Das läuft alles über diese zentrale Stelle, das Kursnotizbuch, über das Aufgabenmodul, steuere ich einfach, wann da diese Aufgaben bereitgestellt werden. Und bei der Schulübung wird dann diese Seite vom Kursnotizbuch einfach drangehängt und bei der Hausübung die Hausübungsseite. Ja, und da können die Kinder dann dran arbeiten. Ja, und alle haben dann einfach die Aufgabe dann zu Hause zu machen und digital abzugeben. Das wird bleiben. Das ändert sich nicht mehr. Weil, da habe ich auch gemerkt, die Kinder sind da recht flott. Dieses Kursnotizbuch am Laptop oder am Handy zu benutzen, das haut super hin. Eine Kontaktmöglichkeit war für uns immer da Signal, Padlet, da sind alle Informationen und alle Videos verlinkt, die Hausübungen, wann der Förderunterricht ist, und der Teams-Chat, der ist auch sehr genutzt worden, um Fragen zu stellen. Eigentlich muss man fast sagen, was sie gerade in der Hand gehabt haben, haben sie genutzt, um Fragen zu stellen oder Kontakt zu halten oder die Aufgaben abzugeben. Entspricht irgendwie da so meinem Arbeitsfluss auch, dass ich halt mit dem arbeite, was ich gerade da bei mir habe. Dann muss ich jetzt da glatt noch ein kleines Geheimnis verraten. Macht ja nichts, dann wisst ihr's alle. Ich habe mir neulich überlegt, so, jetzt ist es dann soweit, dass dieser Schichtbetrieb aus ist und dann haben wir noch 7-8 Wochen bis zum Schulschluss. Wie werde ich denn da den Stoff aufteilen, dass wir da bis zum Schluss fertig werden? Hab dann das Mathebuch genommen und hab gesehen, so, das kommt jetzt als nächstes. Hab dann umgeblättert und was war? Das Inhaltsverzeichnis war. Ich bin fertig geworden mit dem Stoff. Viel zu früh. Und hab mich dann natürlich gefragt, hallo, wie ist denn das jetzt gegangen? Ich gebe schon zu, manche Sachen habe ich nicht so tief gemacht, wie man sie machen könnte. Aber das mache ich ja sonst auch nicht. Und ja, jetzt bin ich halt quasi 1,5 Monate zu früh fertig. Und habe mich gefragt, wieso ist das passiert? Ich vermute, dass das einfach deswegen war, dass diese Stunden genau durchgeplant wurden, dass die Kinder das auch gewusst haben, dass da nie irgendwie eine Trödelstimmung aufgekommen ist und dass wir einfach konstant gearbeitet haben. Weil das habe ich ihnen schon gesagt. Wenn wir da jetzt die Stunde machen, 10 Minuten vor Ende der Stunde, schlagt die Hausübung auf. Und wir müssen jetzt so weit kommen, dass ihr auch die Hausübung da machen könnt. Und das hat tadellos hingehört. Diese leichte Reduktion auf das, was wirklich wichtig ist, diese strikte Planung, diese seltsame Studioatmosphäre, die hat dazu, glaube ich, beigetragen, dass die Kinder irgendwie aufmerksamer waren. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Also was mache ich jetzt mit der Zeit?
Weil nichts tun geht ja wohl nicht. Und auch da habe ich mir schon einen Plan zurechtgelegt, gell? Auch wenn sie das GeoGebra erst in der dritten oder vierten Klasse brauchen würden, habe ich mir gedacht, fangen wir einfach jetzt damit an. Je länger wir dazu Zeit haben, uns damit zu beschäftigen, desto besser geht's nachher. Oder desto weniger Zeit kostet es nachher. Ich kann die Zeit auch wunderbar nutzen, da jetzt spielerisch die verschiedenen Themen zu wiederholen, zu vertiefen, auszuarbeiten. Eine Idee, die ich gehabt habe, war erklären. Wenn man jemand anderem was erklärt, dann versteht man es wahrscheinlich besser. Na, was gibt's da Besseres, als wenn ich einfach den Podcaster nutze? Da habe ich die Mikrofone, da haben sie was, wo sie reinreden können. Und das ist dann auch etwas, das dann in die Welt hinausgeht. Das werden wir auch machen. Sie lieben Kahoots, warum nicht selber machen? Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und dann Fragen überlegen muss und Antworten überlegen muss, wie könnte man sich da besser damit beschäftigen? Actionbound, das wäre auch eine Möglichkeit. Bei gewissen Dingen war die Aufgabe, dass sie Fotos machen, sei es jetzt Winkel oder Flächen oder Körper. Und das werden wir jetzt, glaube ich, nochmal machen, in der Schulumgebung oder so, und dann können sie da ein Padlet selber befüllen. Dann haben wir da auch wieder etwas, das nicht nur für uns interessant ist. Eine kurze Zusammenfassung noch, was ich mit digitaler Grundbildung gemacht habe. Das war ja auch nur alle zwei Wochen. Da habe ich nichts gestreamt. Da habe ich einfach die Chance genutzt, dass dann einfach weniger Kinder da sind und nur ein Computerraum da einfach belegt ist. Und da war die Betreuung einfach intensiver. Wir haben uns damit beschäftigt, wie schaut denn dieser digitale Workflow aus? Also Aufgaben bekommen, Aufgaben bearbeiten, Aufgaben abgeben, Fotos hochladen, Antworten hochladen und das Ganze am Laptop und am Handy. Der Erfolg war recht gut, das hat tadellos hingehört. Dann haben wir uns noch damit beschäftigt, wie man den Suchmaschinen bedient. Das kann man immer wieder aufs Neue üben. Das war auch recht interessant. Also ich habe digitale Grundbildung benutzt, um GeoGebra vorzustellen, weil da haben wir den Computerraum zur Verfügung und das ist da recht gut gegangen. Ja, dieser digitale Workflow, gell, das ist ja so eine Geschichte. Und das Kursnotizbuch und diese Aufgabenmodule, da bin ich inzwischen schon auch drauf gekommen. Man kann das ja so gestalten, dass man den Kindern da praktisch Hölzeln zwischen die Beine werft, oder man kann es ja so machen, dass es ihnen auch leicht fällt, mit dem ganzen Ding zu arbeiten. Schauen wir mal, wie die Früchte dieser Arbeit dann ausschauen. Ob sich das ausgezahlt hat, dass sie jetzt da so lang so gearbeitet haben. Ja, und dann starten wir in den Vollbetrieb. Schauen wir mal, wie lang und ob das gut geht. Ich werde es wieder hören und sehen. Jetzt muss ich doch gerade noch einen Nachtrag machen. Vollbetrieb, die erste Woche war noch nicht einmal vorbei, gell? Mittwoch war es, glaube ich. Da waren schon zwei Kinder krank und ich habe die Meldung von den Eltern aufs Handy bekommen. Ich lasse mein Kind lieber zu Hause, bis es wieder gesund ist. Und der Satz ist dann gleich weitergegangen. Aber die Mathestunde gibt's hoffentlich eh weiterhin online. Was soll ich sagen? Hat sich schon ausgezahlt. Natürlich gibt's das weiter online. Die Klasse war zwar etwas verwundert, warum ich das weiterhin aufzeichne, aber eben, nach dem Vorfall haben sich alle dann gefreut. Passt. Gibt auch weiterhin die Stunden zum Nachschauen. Es hat sich gezeigt, dieser neue Job in der Klasse, gell, anstatt Tafellösch, wie gendert man das richtig? Manchmal habe ich so das Gefühl, dass einige Kollegen gerade so dabei sind, ihren Ride Flyer mit Motoren auszustatten und kleine Hops am Strand zu machen und das Fliegen zu üben. Und die Kinder sitzen daneben und schauen dem Ganzen zu. Und ich frage mich gerade, welche Hitzekacheln kann ich da verwenden auf der Raketen, während die Kinder da starten und landen mit der Rakete gerade probieren. Auf in die Zukunft!